Ja, ich darf Sie auch begrüßen und 4 Kantaten haben wir heute zu hören. Und das sind nicht gerade Klopper des Repertoires, sage ich mal, sondern es sind eher selten zu hörende Kantaten, die ganz klar einen kammermusikalischen Zuschnitt haben, wo wir nicht den großen, prächtigen, zum Beispiel Thomaner-Chor jetzt sozusagen im Geiste mitdenken müssen, sondern das sind eher Kantaten, die solistischen Zuschnitts sind. Und ich gehe nicht auf alle gleichmäßig ein, sondern habe mir ein bisschen was rausgepickt. Also es sind Kantaten zwischen dem 17. und dem 23. Sonntag nach Trinitatis. Also wir kommen jetzt zum Ende des Kirchenjahres hin, wo es dann um die letzten Dinge geht und um die Endzeit am Ende des Kirchenjahres. Jetzt sind wir aber noch in einer Zeit, am Anfang, 17. nach Trinitatis, es geht um das Evangelium, wo ein Wunder Jesu geschildert wird, die Heilung eines Wassersüchtigen am Sabbat. Dazu hat Bach eine neue Kantate komponiert in Leipzig, am 19. September aufgeführt. Und ich habe jetzt immer so einige kleine Besonderheiten hinzugefügt. In diesem Fall, es sind 2 Solisten, Alt und Tenor. Und wir werden sehen, dass sich das noch wiederholt. Ja, dann kommt der 8. nach Trinitatis, wissen wir nicht. Der 18. meine ich. Was hat Bach da aufgeführt? Unbekannt. Das ist eben eine Woche später. Jetzt haben wir den 19., wieder eine Kantate, die wir heute hören werden. Es geht wieder um ein Wunder Jesu, die Heilung eines Gelähmten. Auch diese Kantate ist extra für Leipzig komponiert worden. Auch wieder für 2 Solisten, nämlich auch wieder Alt und Tenor, 3. Oktober. Das war gleichzeitig der Beginn der großen Michaelismesse. Also da war Leipzig überfüllt von Leuten und Bach hatte sicher viel extra externes Publikum aus ganz Deutschland oder halb Europa, kann man sagen. Dann einen Sonntag später, jetzt führte er eine Weimarer Kantate wieder auf, also eine Kantate, die damals in Weimar, wo es eine Art monatlichen Kompositionsrhythmus gab, schon mit einer Komposition besetzt war. Die war aus dem Jahre 1716 und hier geht es um ein Gleichnis Jesu von der königlichen Hochzeit. Viele sind eingeladen, die Eingeladenen kommen nicht, dann werden neue eingeladen, die kommen, aber sind nicht richtig angezogen. Also ein sehr theologisches Thema, dass man bereit sein muss für das Himmelreich und dass nicht jeder willkommen ist, sozusagen ein sehr strenges Thema. Dann haben wir den 21. nach Trinitatis, wieder eine Leipziger Kantate. Wir hören die heute nicht. Ich habe sie bloß in diese Reihenfolge reingebracht, weil auch sie wieder 2 Solisten hat, Alt und Tenor. Ne? Das ist also wiederkehrend und man kann sich vorstellen, dass da einfach ein Top-Altist, also mit einem männlichen Sänger muss man ja rechnen in der Bachzeit, und eben ein super Tenor zur Verfügung stand. Das könnten Studenten gewesen sein, die partiell eben in Bachschen Aufführungen immer mal wieder vorkamen. Oder auch ältere Thomaner. Das weiß man in diesem Fall eben nicht, aber es fällt auf, dass hier eine Serie zu sehen ist. Ja, dann kommt der 22. und das ist keine Neukomposition, aber wir können anhand der Stimmen, die es gibt, sehen, dass es eine Bearbeitung gewesen sein muss, weil da so Transpositionsfehler in den Stimmen sind und dann kann der Bachforscher, die Bachforscherin daran immer sehen, da war irgendwas anderes, stand schon zur Verfügung und derjenige, der es abgeschrieben hat, hat so einen bestimmten Fehlertyp immer dann da gemacht. So, und jetzt haben wir noch eine letzte, die hören wir heute. Da geht es auch wieder um ein Gleichnis Jesu, die Frage nach der Steuer. Also die Frage, muss ich dem Kaiser das Geld geben oder bin ich Gott verpflichtet? Und dann sagt Jesus, seht hier die Münze, was für ein Bild ist da drauf? Der Kaiser, also gebt dem Kaiser seine Steuer und gebt Gott, was Gottes ist. Und wir sehen also, wir haben 2-mal ein Wunder Jesu und 2-mal ein Gleichnis
wo bestimmte theologische Fragen eben geklärt werden. Und das ist ganz typisch für die Evangelien der Trinitatiszeit. Es ist immer ein theologisches Thema, was gehighlightet wird sozusagen. Und dann ist die Frage, wie sich der Komponist damit auseinandersetzt. Gerade auch mit der Theologie, die da drin ist, mit der Dogmatik. Hier bei dem letzten Werk ist die Weimarer Kantate. Also beide Weimarer Kantaten sind extrem kammermusikalisch. Es gibt überhaupt keinen Chorsatz. Also streng genommen braucht er eigentlich kein Thomaner Ensemble, sondern könnte diese Kantaten eben auch allein mit Studenten bewerkstelligen oder mit älteren Thomanern. In diesem letzten Fall haben wir eine kammermusikalische Besonderheit. Es gibt nur Solo- und Duettsätze und eine ganz besondere Instrumentation mit zwei Celli. Das zeige ich Ihnen gleich noch im Autograph. Also durchaus sehr interessante Kantaten, die von einem Standardtyp, den wir eher aus dem zweiten Jahrgang mit den ganz großen Eingangschören, den gewichtigen Fugen, ganz stark abweicht. Aber man kann im Detail einen sehr filigranen Satz bewundern und Experimente in der Instrumentation. Und da würde ich Ihr Augenmerk heute oder Ihr Ohrenverständnis drauf richten wollen, dass Sie die exquisiten Instrumentationen, dass Sie sich die mal so ein bisschen mehr drauf achten als gewöhnlich. Ja, beginnen wir mal in der Reihenfolge. Heute werden die, glaube ich, in anderer Reihenfolge aufgeführt, aber wir gehen jetzt mal Sonntag für Sonntag durch die Heilung des Wassersüchtigen am Sabbat. Es wird das ganze Evangelium heute verlesen, deswegen werde ich jetzt nicht immer das Evangelium verlesen. Ich habe nur einige Stichworte. Es geht um die Sonntagsheiligung oder die Sabbatheiligung. Was macht man eigentlich am Sonntag? Jesus soll hier ja reingelegt werden von den Pharisäern. Ne? Er heilt einen, er tut die gute Tat, aber am falschen Tag. Ne? Und das animiert ihn zu diesem Gleichnis. Und am Ende kommt die Sentenz, denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedriget werden. Wer sich selbst erniedriget, der soll erhöht werden. Dazu gibt es auch eine eigene Kantate von Bach, aber in diesem Fall steht es so am Ende. Und das ist der Text dazu. Also das ist der einzige große Chor, den Sie heute hören. Groß in Anführungsstrichen, denn auch er geht eigentlich von einem einfachen Choralsatz aus, der etwas stärker figuriert wird und immer kleine Fugenelemente auch in sich trägt. Aber es ist nicht so der große Eingangschor, den man so kennt aus dem zweiten Jahrgang. Ne? Wir haben zweimal den Rekurs zum Psalm. Der berühmte Psalm 42 kommt in einem Rezitativ zum Ausdruck, der Hirsch, der nach frischem Wasser schreit und oben eben bringt her die Ehre seines Namens. Ganz außergewöhnlich, gerade im Vergleich auch zu BWV 48, die wir ein bisschen später dann noch hören werden, ist, dass dies alles sehr positiv ist. Diese Kantate droht nicht, die beschreibt keinen Abgrund, es ist nicht von der Sünde des Menschen geredet, sondern es handelt davon, wie positiv es für den Menschen, für die Seele des Menschen ist, wenn man den Sonntag einfach als Sonntag nimmt und ehrt, wenn man in den Gottesdienst geht, dass es den Menschen gut tut. Das ist so eine Wellness-Kantate, könnte man fast sagen. Also es ist ganz außergewöhnlich, nur positiv. Also es wird eben nicht der Abgrund geschildert. Was passiert, wenn man das nicht tut? Das ist ganz anders. Wir kennen ja oft Kantaten, wo das eine geschildert wird und dann das geschildert wird, wenn wir das alles nicht tun, wenn wir uns auf die Sündenstraße begeben, wie dann unser Leben schrecklich sein wird. Das spielt hier gar keine Rolle. Der unbekannte Textdichter hat sich nur das Positive der Sonntagsheiligung und eben der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreie ich Gott zu dir. Das ist aber einfach hier in einem Rezitativ, nicht in einem großen expressiven Satz mit einer Anmutung eines schreienden Hirschen, sowas eben gar nicht, sondern
die Freuden des Sonntags. So, gucken wir mal ein Highlight. Also es hier nochmal drei Themen. Heiligung des Sonntags, sich Zeit nehmen für den Gottesdienst, tut der Seele gut. Und dann Gott selbst kommt in das Herz des Menschen. Das ist hier in der Arie Nummer 4. Mund und Herze stehen dir offen. Höchster, senke dich hinein. Ich in dich und du in mich. Glaube, Liebe, Dulden, Hoffen soll mein Ruhebette sein. Eine wunderschöne Arie in G-Dur mit einer außergewöhnlichen Besetzung. Also drei Oboen verwendet Bach hier. Zwei Oboen d'amore, das sind die tieferen Oboen, die können eine Terz tiefer als eine normale spielen. Also sind ganz klar im Altbereich, Mezzo alt. Und dann haben wir noch die Oboe der Caccia. Ein ganz neues Instrument in dieser Zeit, das ist eine Tenoroboe. Und hier ist ein Altsolo, der singt, und da haben wir noch Continuo. Also wir haben ganz gedeckte Klangfarben. Und in diesem besonderen, diesem sotto voce Sound kommt eben, dass das Herz und der Mund offen stehen. Warum? Ich habe mich gefragt, Mund und Herze stehen dir offen, warum hat er denn keine Bratschen genommen? Ja, es ist der Mund, also muss man ein Blasinstrument haben. Das sind so die kleinen Sachen, die mir bei Bach dann auffallen, wo so ein ganz direkter Hinweis ist, wie er auf eine Instrumentation kommt. Das der Mund, das ist eben, das sind Blasinstrumente. Und hier sehen wir die früheste Quelle, also in diesem Fall, wir haben keinen Autograph von Bach, keine Kompositionspartitur, keine Stimmen direkt, die auf ihn zurückführen, sondern wir haben nur eine frühe Abschrift eines Schülers von seinem Schwiegersohn, Herr Fahlau. Und er ist nicht besonders genau, was die Instrumentationsangaben betrifft, das ist hier die erste Seite, es steht keine Besetzung und oben hat er sich nochmal vertan, ist es nun Oboe oder Clarino, man geht davon aus, dass es also eben eine Trompete ist, aber eine zum Ziehen, also nicht so eine ganz kräftige Naturtrompete. Und wahrscheinlich waren aber auch alle Oboen dabei. Wie kommt sowas, dass das einer der frühen Kopisten nicht weiß, welche Instrumentation Bach eigentlich gemeint hat? Das ist, kann man ganz einfach erklären. Also in diesem Fall stand dieses Autograph zur Verfügung. Das war im Besitz des Bachsohns Karl Philipp Emanuel. Der hat die Partituren des ersten Jahrgangs gehabt und dieser Herr Fahlau hatte Zugang zur Bibliothek von Karl Philipp Emanuel. Das wissen wir durch viele Beispiele. Aber in den Autographenpartituren, die waren so in Hektik geschrieben, dass Bach oft nicht die genaue Instrumentation hingeschrieben hat, sondern seinen Kopisten konnte er es ja in der Situation, sozusagen in der Kompositionsstube direkt sagen, so, du schreibst jetzt hier die zweite Stimme, schreibst du noch für Geige ab und für Oboe und die dritte machst du auch für die zweite Oboe und so. Das hatte er direkt überwacht. Aber wenn jemand nach Bachs Tod das kopiert hat, wusste er diese ganzen Sachen nicht mehr. Und deswegen haben wir hier eben eine Abschrift, die suggeriert, dass wir hier eine ganz einfache Besetzung haben. Aber man kann eben annehmen, dass es eigentlich doch ziemlich anders war und es viel reichhaltiger besetzt war, dieser Eingangschor. Ja, die Frage ist, was wir mit dem Text machen und dem Textdruck, den wir hier von einem Picander-Druck haben, bei Picander 1725, der erste Textdruck, den der berühmteste Textdichter für Bach gedruckt hat. Und da sind keine Libretti drin von Kantaten, sondern quasi selbstgemachte Lieder zur geistlichen Auferbauung von Leuten, die es nötig hatten, sag ich mal. Und man findet hier eben Kantaten, Textteile, also das ist hier das Lied Jesu, der du meine Seele, also eine bekannte Melodie, die auch Bach auch vertont hat. Und er hat jetzt hier 6 Strophen zu diesem Lied gemacht. Und aus diesen Strophen tauchen einzelne Elemente in der Bach-Kantate auf. Jetzt ist die Frage, wenn wir sagen, 1723 erst aufgeführt die Kantate und dieser Druck von 1725, wie kommt denn das jetzt? Hat Picander vielleicht doch die Kantate
getextet und hinterher hat er irgendwie davon Lieder gemacht oder kannte Picander die Kantate und hat sie so ein bisschen verwurstet. Das sind so offene Fragen, die man sich noch stellen kann, aber hier ist eben auch wieder der Hirsch, der Hirschpsalm wird zitiert und Herr, mein Herz steht dir offen. Haben wir ja eben schon, hier ist nochmal das Titelblatt, Sammlung erbaulicher Gedanken, ne? Quasi eine Liedersammlung mit vorausgehenden, dazugehörenden Versen, die zum Sonntag passen. Und hier nochmal, Mund und Herze stehen dir offen, die schöne Kantat. Und hier, Herr, mein Herze steht dir offen, ach, so senke dich. Also ganz klar ist hier ein Bezug, aber wie rum der nun ist, das ist eben nicht klar. Aber das wollte ich eben Sie darauf hinweisen, dass das noch so unklare Dinge sind für die Bachforschung, an denen man noch weiter ansetzen kann. Woher kommen die Texte für Bach? Wie sind die später vielleicht weiterverarbeitet worden so, sogar? So. Und hier haben wir jetzt mal diese Arie mit den drei wunderbaren Oboen, auf die Sie hinterher beim Konzert mal achten, wie herrlich diese Klangfärbung ist, wie sehnsüchtig das wirklich klingt. Also, ich guck mal, das Bild habe ich gefunden im Internet, das ist so gut wie das einzige Oboe da Caccia-Instrument, das es gibt. Und zwar ist das ein Erbauer Eichentopf, Johann Heinrich Eichentopf, Leipzig 1724. Also das ist wirklich eine Leipziger Kantate, ein Leipziger Instrument, was in der Kantate verwendet worden sein könnte. Und Sie sehen das Holzinstrument mit der Metallstürze. Eine Kombination von Holzblasinstrument und Metall, Brassinstrument, wie die Engländer sagen. Und ich habe ein sehr interessantes Video auf YouTube gesehen, da habe ich hier den Link. Wir wollen uns das aber nicht anhören. Eine Oboistin des Orchestra of the Enlightenment beschreibt ihr Instrument, so 5-6 Minuten, herrlich. Sie erklärt auch, woher das kommen könnte, dass man in Leipzig so kreativ beim Erfinden von Instrumenten war. Sie sagt, dass der Zusammenschluss der Instrumentenbauer in Gilden noch weit weniger stark war als in anderen Städten und dadurch so Kombinationen, weil eigentlich Holzblasinstrumentenbauer, das ist eine andere Zunft als die Metallblasinstrumentenbauer. Und eine Kombination, also das ist dann irgendwas Besonderes, wenn man so in Zünften organisiert ist. Das meinte sie und deswegen sei man in Leipzig vielleicht etwas experimentierfreudiger gewesen. Fand ich interessant den Gedanken. Bach verwendet das Instrument in dem Jahr, wo eben der erste Jahrgang stattfindet, sehr häufig und richtig in einem Schwung. Also er muss einen Top-Instrumentalisten gehabt haben, der dieses Instrument spielen konnte, was ja relativ neu war. Und unsere Kantate steht am Ende einer Serie von 7 Kantaten. Und sehr gerne wird das als solistisches Instrument verwendet und auch eben in der Kombi mit anderen Oboen. Also so eine richtige Oboenbande, kann man sagen. Das war ja, sonst waren die Oboen und gerade Oboenbanden waren in der Militärmusik auch sehr, sehr verbreitet. Und hier in der Pleißenburg weiß man auch von Musikern, die da in der Militärmusik tätig waren, und das waren zum größten Teil Oboisten. Also wenn Sie sich das nochmal anhören, im Internet sind ja alle unsere Vorträge, werden ja auch veröffentlicht jetzt nach und nach, dann können Sie diesen YouTube-Link von der Oboistin von diesem Orchester sich mal anhören. Sehr interessant, wie die ihr Instrument vorstellt. Ja, kommen wir zur nächsten Kantate. Da werde ich etwas kürzer jetzt nur drauf eingehen. Hier geht es um die Heilung des Gelähmten. Also der Menschensohn, heißt es hier, dass der Kernsatz, hat Macht, auf Erden Sünden zu vergeben. Und er spricht zum Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett, oder in alten Übersetzungen, hebe deine Bahre auf und geh heim.
Hier beginnt es mit einem kürzeren Chor und die Kantate ist siebensätzig und hier haben wir wieder dieses Phänomen, nur Alt- und Tenor-Solisten und am Schluss den vierstimmigen Choral, der in der normalen bachischen Faktur ist. Nicht so, wie es am Anfang des Leipziger ersten Jahrgangs ist, dass es wirklich mit obligaten Stimmen ist und mit Zwischenspielen und sowas, sondern hier ist diese Kernform, die Bach dann eigentlich irgendwann im ersten Jahrgang dann endgültig für Schlusschoräle entwickelt. Was hier besonders ist, bei Kantaten, die nur zwei Rollen, sage ich mal, haben, zwei Stimmlagen, in späteren Kantaten sind es oft Dialoge, das heißt, eine Stimme ist mit einer Rolle verknüpft und die andere mit der anderen Rolle. Das ist hier nicht. Hier ist es eigentlich relativ ohne tieferen Inhalt vergeben an Alt und Tenor. Also es ist also keine Dialogkantate. Es ist kein Gespräch von zwei Menschen, sondern hier werden wieder allgemein die Wundertaten Jesu beschrieben und die Bitte darum, dass auch mir die Sünden vergeben werden. Also Krankheit wird ja in der Zeit auch als Sünde bezeichnet. Also wenn ich geheilt werde von einer Krankheit, werde ich auch von Sünden geheilt. Und das geht ja hier bei der Arie Nummer 6, geht es um die Gesundung an Leib und Seelen und für andere eben das Lebendigmachen von Toten. Ja, das dazu. Ich möchte jetzt ein kurzes Augenmerk auf die andere Weimarer, auf die erste Weimarer Kantate legen. 25. Oktober 1716 ist sie schon erst aufgeführt worden. Er hatte sie schon ein Jahr früher fertig, aber dann kam die Landestrauer wegen des jungen Herzogs Ernst dazwischen und das bedeutete, dass viele Monate keine Aufführung von Kantaten in Weimar in der Schlosskirche stattfinden durften. Also konnte er sich das aufsparen für das darauf folgende Jahr. Das ist hier die Weimarer typische Faktur, ist ein fünfstimmiger Instrumentalsatz, also vier Stimmen, also Streicher. Und es gibt eine weitere fünfte Stimme und die ist verschollen. Wir haben nur die Partitur, wir haben nur die Stimmen. Das heißt, wenn eine Stimme verschollen ist, dann wissen wir nicht mehr, wie das Ganze klang. Also ein Satz ist unvollständig. Für die Aufführung in Leipzig hat er dieses Werk, was eben für die kleine Weimarer Schlosskirche bestimmt war, möglicherweise etwas aufgerüstet. Aber über dieses Material wissen wir eigentlich kaum was, weil eben dieser Stimmsatz nicht vollständig ist. Er hat auf jeden Fall eine Transposition vorgenommen und es ist zusätzlich ein Corno da Tirassi im Eingangssatz dann zu hören. Hier haben Sie ein Beispiel für die wunderbare Schrift des jungen Bach in Weimar. Die ist immer noch ein bisschen filigraner als die Schrift, die sich dann mit der Zeit so für Bach ergibt. Links oben sehen Sie Teil vom Titelblatt und da steht eben, dass es ein fünfstimmiger Satz war und vier Vozi. Ja, jetzt haben wir ja eben reine kammermusikalische Gebilde und ganz typisch für Weimar ist immer, dass jede Stimme mit einem Solo besetzt ist. Also Sie haben bei den Leipziger Werken eben das gesehen, Alt-Tenor, eine Kantate, muss nicht jeder beteiligt sein. Für Weimar normal ist, dass jeder da ein Solo hat. Also da war wahrscheinlich die Profi-Solisten und die wären nicht ganz begeistert gewesen, wenn man sie einfach übergangen hätte. Kann man sich so ein bisschen vorstellen. Es ist ja eine andere Situation, wenn ich irgendwie mit Studenten arbeite und mit Nicht-Profis im Gesangsbereich oder wenn ich im Hoforchester bin und da hat man so seine Empfindlichkeiten unter den Solisten zu berücksichtigen. Und hier sehen Sie das sehr schön eben aufgeteilt auf die verschiedenen Rollen. Ja, das ist jetzt die königliche Hochzeit. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrief.
richtet. Und ich habe es eben schon gesagt, der König ist zornig, schickt seine Heere raus. Es kommen nicht die richtigen Leute. Am Ende die Sentenz, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und es wird heulen und Zähneklappern sein. Also achten Sie bei dieser Kantate darauf. Es heißt zwar so nett, siehe, ich gehe zur Hochzeit, aber es ist auch bedrohlich. So, die letzte Kantate ist wieder Weimar. Hier kennen wir genauso wie bei der sozusagen Hochzeitskantate den Textdichter. Es ist ein Hofbeamter Salomo Frank, der einzige bekannte Weimarer Textdichter. Da haben wir auch einen Textdruck, also die Forschungslage ist ziemlich gut und normal. Aber wir haben keine Stimmen. Das heißt, wir wissen auch nicht genau, in welcher Form jetzt dieses kammermusikalische Werk in Leipzig erklang. Also wenn man keine Stimmen hat, kann man nicht sagen, dass man hier noch ein bisschen für die größere Kirche den Sound angepasst hat oder vielleicht eine Überarbeitung vorgenommen hat. Das ist alles nicht vorhanden. Wir wissen nur, das ist wahrscheinlich in der Leipziger Zeit 1723 aufgeführt wurde, weil nämlich Karl Philipp Emanuel Bach, der immer aus dem Leipziger ersten Jahrgang die Partitur besaß, der hat eben diese Partitur auch besessen. In diesem Fall, es gibt immer ein bisschen Streit darum, wann es in Leipzig aufgeführt worden ist. Martin Pezoll, der vor einigen Jahren verstorbene Theologe und einer der Nestoren der wirklichen theologischen Bachforschung, hat nachgewiesen, dass wenn der 31.10., also der Reformationstag, wenn der auf einen Sonntag fiel, dass man nicht das normale, die Lesungen des Reformationstages befolgte, sondern die des jeweiligen Sonntags. Also kann man jetzt diese Kantate auf diesen Tag im Jahre 1723, weil auch ja durch die Autographenpartitur aus CPEs Besitz das relativ sicher ist, dass es 1723 aufgeführt wurde, kann man das so zusammenbringen. Auch hier ist aber wieder etwas unvollständig überliefert. Nämlich, wir haben den letzten Choral, den sogenannten Schlusschoral, haben wir nur in dieser Partitur eine bezifferte Continuo-Stimme. Und Bach schreibt drüber Choral Simplice Stilo und auch ohne Text. Aber da wir den Textdruck haben, ist es eben gut zu machen. Hier zeige ich gleich das Beispiel. Ja, hier ist das, der Schluss. Sie sehen das hier. Choral Simplice Stilo, und das ist so wie aus einem Choralbuch. Sie haben nur die Bassstimme mit der Bezifferung. Also, da wir in der ganzen Kantate, ich blättere mal etwas zurück, Sie sehen, da ist nirgendwo Choro. Das ist eben wieder rein solistisch verteilt auf alle Stimmlagen. Also könnte man sich vorstellen, dass der Schlusschoral entweder gemeindlich war, einstimmig die Melodie, oder dass eben eine Solostimme den gesungen hatte. Also bin ich gespannt, wie die Gechinger das heute machen, ob irgendjemand sich da einen vierstimmigen Satz ausgedacht hat. Achten Sie mal drauf bei dieser Kantate, wie das gelöst wird. So, und ein Hinweis, also hier, ich hatte schon gesagt, es geht da um die Frage nach der Steuer, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Darum geht es hier. Und jetzt tue ich mich mit meiner PowerPoint etwas schwierig. Das ist eine interessante Arie von der Instrumentation. Das ist die dritte Arie, und zwar die eine außergewöhnliche Besetzung, die nie wieder bei Bach sonst vorkommt. Zwei Celli, Soli. Es gibt eine Continuo-Stimme. Sie sehen, das ist hier so eine Art Wanderbass in Achtel. Und dann gibt es einen Bass-Solisten. Also sowas, einen so tiefen sonoren Sound, der ist wirklich sehr selten bei Bach. Danach kommen Duette von zwei hohen Frauenstimmen, also maximaler Kontrast von mehreren Oktaven innerhalb von zwei Sätzen. Lass mein Herz die Münze sein, die ich dir, mein Gott, mein Jesus, steuere. Ist sie gleich nicht allzu rein, ach so komm doch und erneuere her den schönen Glanz bei ihr. Also hier die Bassstimme und die Celli, die singen von
von der Münze, die noch nicht rein ist. Also das murmt alles unten ziemlich rum, hätte unser alter Chorleiter immer gesagt. Ihr sollt nicht so rummulmen. Also es ist außergewöhnlich, wie tief das Ganze angelegt ist. Aber hier kann man ein bisschen bildlich eben sich vorstellen, wie Bach das Ganze angelegt hat. Also durchaus anspruchsvolle Cellostimmen, aber sehr tief das Ganze. Und der schöne Glanz ist noch nicht da, sondern der Sänger erwünscht es sich erst. Deswegen ist das, glaube ich, alles noch im ganz tiefen Bereich. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen wunderbares Konzerterlebnis gleich. Bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Dankeschön.